Es ist soweit. Nach seinem Rücktritt wird Ueli Maurer, also im wahrsten Sinne des Wortes, in die Wüste geschickt. Ja, unser Nobundesrat Ueli Maurer wird an die Fußball-WM reisen. Also ich bin ja schon froh, mal so etwas Lust. Hey, vergessen Englisch, bald wissen wir, wie scheiße Ueli sein Arabisch ist. Ja, in 3 Wochen ist halt Abpfiff. Und die einzelnen Mitglieder vom Bundesrat müssen sich jetzt positionieren, wenn es darum geht, eine WM zu unterstützen, wo in einem Land ausgetragen wird, wo Frauen nicht gleichberechtigt, Homosexuelle ausgegrenzt werden und der Reichtum auf Kosten der Ärmsten gewonnen wird. Moment, findet die WM in der Schweiz statt? Attacke! Hopp Schweiz! Nein, natürlich nicht, sondern in Katar, wo die Scharia als Gesetz gilt, Frauen sogar zum Autofahren Erlaubnis von ihren Männern brauchen und hunderte Sklaven auf der WM-Baustelle verrecken. Unsere Sportministerin Viola Amherd hat verlauten, dass sie der WM fernbleiben und die Spielnummer am Fernsehen verfolgen wird. Komisch, weil sie redet ja eigentlich perfekt Arabisch. Hinter unserem Hiji ist es Ischiger, was das von den Fischer misch. Ob der Ignazi die Nazi vor Ort unterstützen wird, hat er noch offen gelassen. Der Gassis macht das anscheinend ein bisschen davon abhängig, ob die Schweiz im Turnier weiterkommt. Das ist doch keine Haltung. Stimmt, ist nicht. Das ist opportunistisch. Aber hey, der Gassis ist ja auch nicht Bundesrat. Oder doch? Ist er Bundesrat? Aber das interessanteste Statement zu der Frage, wie man unterstützen oder boykottieren, kommt nicht aus dem Bundesrat. SP-Nationalrat Matthias Ebischer hat gesagt: Ich werde die WM nur mit angezogener Handbremse verfolgen. Was heisst das? Nur die erste Halbzeit? Torjubel nur mit Gebärdensprache. Ganz strikt ohne Chips und Bier. Vielleicht nicht ohne Chips und Bier, aber bestimmt ohne seinen grössten Fan muss die Nazi auskommen. Der Trompeter, Sigi. Sogar der boykottiert Katar. Mit der Trompete kommst du kaum noch rein, musst du auf die Polizeiposten und Ja, ein Gastgeberland, wo nicht nur Andersdenkende, sondern sogar Trompeter-Repressalien ausgesetzt sind, kann es echt nicht sein für ein internationales Fußballfest. Hey, aber immerhin geht der Ueli. Dann haben wir ja wenigstens einen Torhüter vor Ort.